Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Gusor, er ist wieder fresh dabei. Ich habe, also es ist, kommt heute nur eine Folge und dann ist erstmal wieder kurz aus, weil ich heute nur ganz kurz hier sein kann. Ich penne heute nicht hier in Hamburg, deswegen, wie gesagt, diese eine Folge. Ja, mir geht's nach der Krankheit wieder besser. Immer noch nicht perfekt, aber schon vollkommen in Ordnung. Also man kann wieder arbeiten gehen. Und dann passt das auch. Ja, vielen, vielen Dank für die herzlichen Besserungswünsche an mich von euch. Finde ich richtig, richtig nice. Zwei davon hatten irgendwie so ein bisschen sehr irgendwie daneben gegriffen. Also einer schrieb irgendwie auch, ja, hier, das ist alles bloß fake. Ja, ich frage mich bloß, warum soll ich sowas faken? Warum? Also, warum? Ja, egal. Also ich war halt krank und so weiter und so fort. Ich habe noch eine andere Idee, die werde ich euch aber später irgendwann mal mitteilen. Und die wird ziemlich geil sein. Aber dazu später mehr. So, jetzt sind wir hier auf meinem Account, wo ich, ja, wie soll ich sagen, noch nicht wirklich weiter bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was ich auf jeden Fall gemacht habe, war heute früh noch die Queen angeschubst, dass ich die eben schön wieder ein bisschen weiter nach oben bringen kann. Wenn ich das noch überlege, wie krass, krass, krass lange ich wirklich am Anfang an der Queen gesessen habe und jetzt so zack, stupse ich sie an, dann stupse ich sie nochmal an und zack, jetzt ist sie, glaube ich, von 2 auf 3, genau. Also das läuft hier, auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit mittlerweile, Clash Royale zu spielen, wird es bei mir auch geben. Aber wie gesagt, das wird auf keinen Fall COC ablösen. Das war ja auch das, was ich am Anfang schon sagte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nett. Es ist auch auf jeden Fall ein richtig guter, wie soll ich sagen, eine richtig gute Abwechslung zu COC. Aber ganz ehrlich, es wird bei mir nicht COC absetzen, nicht, sondern ihr wisst, was ich meine. Da hier so, naja, ablösen ist das Wort, was mir gefehlt hat. So, ich bin immer noch so ein bisschen klanlos, weil ich immer wieder zu faul war, um mich irgendwie in den Keep Calm reinzumogeln. Ja, 1800, ach, ich mach das mal ganz kurz. Ich mach den, da sind zwei Bonbons runtergefallen. Das geht ja gar nicht. Ich mach das mal hier. Ich habe eine Silbertruhe freigeschaltet. Yay. Läuft. Sorry, ist ein bisschen laut. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Dum, 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 dum. Ja, die Bogenschützenkönigin wurde geupgradet auf Level 28. Yeah. Läuft bei mir. Ich gehe auf Anpassen und gehe auf 1000. Wie viel muss ich? 1600, 1500, vollkommen Banane. Dann machen wir jetzt nämlich dann nochmal eine Anfrage. Lesezeichen, Keep Calm, beitreten. Zack. Und dann sage ich natürlich gleich angenommen. Oh, wie extrem das bei mir rennt, ey. Ja. Ich bin mittlerweile mit dem Hauptaccount schon ein bisschen runtergegangen wieder. Habe mich da ein bisschen fallen lassen. Und das läuft eigentlich auch ganz gut. Also da kann ich nicht meckern. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Ich würde gerne hier noch die Heiler loswerden. Loons, ja, sorry. Nee, Loons habe ich leider nicht. Okay. So, nur Erdbeben, keine Truppen. Ja, die Truppen, dann kann ich dir ja wenigstens die Dinger reinballern. Irgendwas, Bartsch oder so, kriegen wir auch hin. Und dann ist das nämlich schon mal ganz nett. So, dann könnte ich nämlich hier noch... Dann mach mal voll... Und ich habe nämlich noch so ein bisschen halt vorbereitet gehabt auf Queen Walk. Und geht ja jetzt logischerweise nicht, wenn die Queen pennt. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Greifen wir mal an. Gucken wir mal, was wir hier so gerissen kriegen. Ja, und ansonsten ist das schon ziemlich geil. Also, dass es mir wieder besser geht, finde ich echt mega gut. Und dann am Montag, sehr gut. Den greifen wir auf jeden Fall an. Ja, dass es mir wieder besser geht, finde ich echt mega gut. Das ist nicht verkehrt. Der hat das Gold, also klar, wäre natürlich geil, oh, schön dunkles und so weiter und so fort, aber ich glaube wirklich, wenn man
wirklich am Anfang erstmal ganz gezielt rangeht und sagt, ich will das und das und das und das haben, dann sollte das eigentlich immer am besten laufen. Oder, hahaha, ich mache Folgendes. Ich mache hier einen King Walk. Genau, ich mache einen King Walk und das sollte am besten laufen hier. Und zwar gucken wir mal, was hier so gerade geht. Und dann splashern wir hier mal so ein bisschen hin und her. Da holen wir, glaube ich, am meisten raus. Klar, weil der King natürlich am meisten aushält, logisch. Da kann man natürlich dann. Oh, hat dann Golli, freut er sich oder was? Nix ist. Ach so, da haben wir sogar noch eine Hexe am Start hier. Jo, können wir haben, kriegen wir hin. Läuft auf jeden Fall. So, King sollte jetzt geraged werden und die Heiler hier auch so ein bisschen noch ein Rage rein. So, King, jetzt machen wir was hier. Zeig mal, was du kannst. Und tot ist er. Naja. Hauptsache, wir kriegen hier noch ein bisschen was. Es hätte besser laufen können. Aber egal. Scheiß drauf. Wir haben es verkackt. Egal. So, jetzt gucken wir mal, was hier geht. Braucht Verstärkung. Kriegen wir hin. So ein bisschen Verstärkung. Ist doch mal ganz toll. So, jetzt wechsle ich auch gleich wieder den Account. Aber vorher müssen wir natürlich wieder dafür sorgen, dass wir Fresh Troops am Start haben. Und das mache ich am besten so. Zack und zack. Dann wechseln wir mal kurz den Account. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, so hauen wir mal hier alles raus, was wir so raushauen müssen. Zack. Guck mal hier. Ich habe hier schon so ein bisschen meinen Wald angebaut. Ich hatte es ja in einem der letzten Videos mal gesagt, oh, ich lasse alles etwas Größere im Baumbereich stehen. Und das ist mir auch ganz gut geglückt. Bitte hier nichts spenden. Darfst gerne nur anfragen. Okay. Ich denke mal, das ist für jemand anderen. So. Hier. Was habe ich denn hier noch vorbereitet? Ah, ja, genau. Hier habe ich Folgendes vorbereitet. Und zwar geht es darum, der Heiko vom Gnadenlos-Clan hat mich ja eingeladen, wieder einem CW beizuwohnen. Und das mache ich auch. Und da muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen üben. Und ich will es wieder mit Dragos machen. Dragos und halt Beben. Also zweierlei Beben logischerweise. Und dann ein vierfacher Blitz-Spell-Angriff soll natürlich dann bis zu zwei Luftabwehren komplett killen. Und das wäre natürlich ziemlich geil. Wobei ich jetzt, genau, hier ist jetzt nämlich meine Queen auf 28. Sehr geiles Gerät. Sehr geiles Gerät. So, zack. Jetzt hauen wir noch meinen Heiler raus. Armee bearbeiten. Und Heiler, du bist leider raus. Für dich habe ich heute leider kein Foto. Passt. Ich hoffe, mit der Facecam ist es halbwegs auszuhalten. So, zack. Und da hoffe ich wirklich auf den ultimativen CW-Angriff auf jeden Fall, dass ich da nicht zu sehr verkacke und dass das richtig, richtig schön laufen wird. Also da ist es dann wirklich so mit vorher auf einer Homepage anmelden und registrieren. Dann halt wirklich, jeder registriert sich. Eben, logisch, klar. Und dann aber auch gleichzeitig dann die Gegner. Also sprich, du kannst dann halt gleich festlegen, den und den Gegner möchte ich haben. Und dann wird das halt gelockt. Und von daher echt schon ziemlich geil. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. So läuft das hier. Jetzt suchen wir uns einen schönen, wenn möglich, genau, Town Hall 9er. Sehr gut. Und der hat sogar. Ja, ganz ehrlich, ich. Sonst sage ich mal, ja, und jetzt muss ich aber echt mal sagen, das muss jetzt hier klappen. So, ich gehe jetzt mit meinen beiden Helden rein und
will auf jeden Fall diese Luftabwehr wegkriegen. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie auf der Reihe. Ja, King geraged. Queen, genau, Queen regelt. Queen regelt auf jeden Fall. Sehr gut. So, dann können wir jetzt hier uns um den Rest kümmern, der ganzen Spaßfabrik. Und dann haben wir drei Luftabwehren ausgeschaltet. Und dann sollte das kein Thema sein. Und das ist eine gemaxte Town Hall 9 Base, die wir jetzt eigentlich komplett easy auseinandernehmen müssten. Müssten? Gucken wir mal, was da passiert. Also klar, hier ist natürlich jetzt Hauptfokus drauf gesetzt, auf jeden Fall. Das heißt, die Luftabwehr muss jetzt richtig schön schnell weggerotzt werden. Wir haben da noch die Queen, die da aber auch nicht wirklich großartig gegen mich irgendwas ausrichten kann. So, jetzt haben wir da den Booster noch. Der ist ein bisschen abgefuckt, aber sollte auch kein Problem mehr darstellen. Expos Vorteil auf jeden Fall, dass beide nur im unteren Bereich sind. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch kommt. Aber das, was kommen sollte, müsste eigentlich ausreichen. Oh, sackt der Rechner rum oder was? Aber eigentlich müsste das komplett ausreichen, um hier wirklich einen richtig schönen Three-Star hinzuballern. Boah, das kommt mir total laggy vor. Das hier ist noch halbwegs hier in Ordnung. Hier Bogiturm, das sieht man auch. Aber wenn die da ihre Flammen hin und her säuseln, da ist ein bisschen. So, gucken wir mal. Hier Bogiturm weg. Tesla sollte auch gleich down gehen. Komm, geh down, geh down, geh down. Genau. Da haben wir noch vier Dragos. Aber die sind schon teilweise ganz schön angehittet. Komm noch ein bisschen. Ja, gut, sehr gut. Dann haben wir nur noch den Bogiturm, der hier nochmal richtig Schaden machen kann. Und ich denke, dann sollte das passen. Also, wenn die jetzt nicht extrem doof fliegen, müsste das passen. Ich weiß gar nicht, was ich in der CB hatte. Ich glaube auch irgendwie so Magier-Zeugs. Da würde ich dann in der CB beim CW auch gerne einen Drache drin haben. Dass man dann halt wirklich nochmal, ja, nicht auf gut Glück kannst du ja nicht sagen, sondern für die Not sozusagen nochmal einen gemaxten Drago am Start hat und dann läuft das. So, jetzt sind wir hier bei 33 Minuten, Sekunden. Und ich würde mal sagen, knappe Kiste hier, auf jeden Fall. Alter, nein. Nein, Scheiße. Ey, es geht echt zeitlich nicht hin, Alter. Das gibt's nicht. Das ist natürlich echt dreckig. Das heißt also wirklich dann vorher schon die Luftabwehren killen. Die Blitzen damit nicht so viel Zeit lassen. Ah, das ist sehr, sehr, sehr unschön. Aber okay. Also sonst soweit hätte ich es halt hinbekommen. Aber hätte, hätte Fahrradkette, wisst ihr selber, wäre halt nur ein Tooster. Und der reicht mir natürlich dann im CW nicht. Aber ihr habt es gesehen, der Gusua kann auch. Also darf ich. Ich bin. Aber wenn du YouTuber bist, dann schreib doch bitte YouTuber richtig. Das ist eine Sache, die geht nicht. Also nie nicht, ey. Glaub's mir. Echt. Echt. Wirklich. Aber egal. Also, jetzt habt ihr auf jeden Fall den Plan, wie es so aussehen soll, wie es bei mir ablaufen soll. Und dann war es das eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, dann gibt es wieder ganz normal ab Montag wieder ganz normal richtig cooles Zeug. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt die Zeit nicht zu krass irgendwie vermisst oder sowas. Ihr haut rein. Ciao, ciao.